Ja, das sind wir wieder, der Roland und ich. Und wir begrüßen auch ganz herzlich mal wieder alle unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Und grüße ganz besonders auch wieder die Kommentatoren auf meinem Kanal, zu denen ich dann später mal kommen werde. Im Laufe des Spiels auch und in dieser Folge. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich in dem Sumpfbereich alles schon gekillt habe. Was? Oh, wo kommt er denn jetzt plötzlich her? Ja, Morlagi hier. Ich wollte gerade scouten und schon... Oh, kommt noch einer an? Da kommt noch einer an. Hallo, Morlagi. Ah! Also habe ich hier noch nicht alles geklärt. Yep. Noch eine Morlaiche. Au, es wimmelt hier von Alter, es wimmelt hier von vor Morlaichen hier. Oder? Oder wie? Kommen die aus dem Boden raus? Ich höre sie doch. Ach da. Gut getarnt. Ja, ein bisschen Happa-Happa machen. Hm. Oh. Gut. Okay, was haben wir denn da hinten noch? Oder ist er schon tot? Ne, sind noch mehr Moorleichen. Das sind alles Moorleichen hier. So viele Moorleichen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann gehen wir erstmal zu den Sichtbaren hier hin. Oh, die ist schon angeknabbert worden. Von wem? Mein Gott, wie viele sind es denn noch? Okay. Ach ja, da muss ich mal eben kurz nochmal hier, jetzt wo ich da sehe, ich renne ja mit der Katana jetzt und ich habe da einen netten Hinweis bekommen. Erstmal hier den killen. Was, kommt noch einer? Oh, ich komme nicht dazu, jetzt auf mein Tablet zu gucken. Mein Gott, shit, hätte ich mal abgespeichert, habe ich doch. Ja, gut, dass das jetzt passiert ist. Und zwar folgendes. Taris war das nämlich, der mir geschrieben hat, wenn du den Ring anlegst und die Waffe ziehst, dann sprintet Roland auch. Sobald du aber abspeicherst, was ich jetzt hier gemacht habe, also bevor ich hier gekillt worden bin und dann neu lädst, dann läuft er mit gezogener Waffe nur noch normal. Sobald du dann wieder abspeicherst und neu lädst, dann sprintet er wieder. Also, das heißt also, so ist sozusagen beim Neuladen wieder alles... langsam, also Sprint aus. Und jetzt gucke ich mal eben, wo habe ich denn den Ring hier? Den Ring der Geschwindigkeit. Da ist er. So, den lege ich nochmal neu an. Ziehe die Waffe und dann sprinte ich wieder. Na, und da ist auch die Moorleiche. Also müsste ich den Ring nochmal neu anlegen, schreibt er. Es gibt immer einen Innenwechsel. Sprintmodus an und speichern. Schaltet ihn beim Neuladen wieder aus. Ach ja. Sorry. Oh Gott, sorry. Und speichern schaltet ihn beim Neuladen aus. Sprintmodus aus. Beim Abspeichern schaltet ihn beim Neuladen wieder an. Also danke nochmal für diesen Kommentar. Das muss man sich mal merken. Und ist wohl auch zu beherzigen. Da ist jetzt wieder so eine Moorleiche mitten im Moor zwischen den Bäumen. So, wir sprinten wieder eine Runde. Dann werde ich ihn noch mal ein bisschen hier zerstückeln. Meine, zerstückelt sieht er ja schon aus hier. Ah, Mann. Oh, da kommt ja wieder einer. Das sind drei Stück. Das sind drei Stück. Das geht nicht. Oh, ist das übelst hier. Da ist ja noch eine. Und ich bin wieder kurz vorm Kaputtgehen, so wie ich das sehe. Das heißt also, ich werde mal ganz schnell irgendwo... Rostisches Schwert. Mich mal hier in Sicherheit begeben. Ich glaube, springen bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich hier im Sprint bin. Sondern werde ich mal hier hochklettern. So, und dann gucken. Kommen sie. Ich sehe nichts. Ah, da kann ich getrost was trinken tun. Trinken wir mal das. Und das. So, und noch ein bisschen Fleische. Und dann speichern wir auch ab. So, dann gucken wir nochmal.
Jawohl, läuft. So, Moorleichen, wo seid ihr? Ist ja wieder so richtig schön verwachsen hier. So, da hinten sind sie. Eine und noch eine, okay. Na. Im Grunde genommen sind die eigentlich harmlos. Wenn man so halt eben so dumm kämpft wie ich, dann hätte ich gar nicht sterben müssen vorher. So. So. Jetzt. Und da ist noch eine. Die Schreie sind herzerreißend. Herzzerreißend. Einfach mal ein bisschen Abstand nehmen. Weil so schlimm sind die eigentlich auch nicht. Bloß wenn die mal austeilen, dann kann es schlimm ausgehen. Ja, die haben wir jetzt auch. Oh, da ist ja noch einer. Grüß die Schmorleiche. Ah, das war knapp. Er wollte gerade seine Pranke ausholen. Richtig. Gucken wir nochmal. Speichern ab. Und schauen nochmal, ob... Oh, noch mehr Moorleichen. Beziehungsweise eine noch. Okay. Mann. In diesem Gewirr und Gewarr gibt's nur Moorleichen. Ist ja auch ganz gut. Wo ist sie denn? Also ja. Wieso mache ich jetzt hier keinen Crit? Das ist eine besondere? Das ist doch keine besondere Moorleiche. Ah, so, okay, jetzt. Gut, dass ich mich schnell umgedreht habe. Die hat jetzt wieder ausgeholt, die Moorleiche. Ich aber auch. So, jetzt. Aber. Und kann das dann nochmal irgendwann mal zu Ende gehen hier mit den Moorleichen? Nur Moorleichen. Da hinten steht sie. Stehen hier noch welche? Irgendwo rum. So. Kann das sein, dass da jetzt von rechts noch eine kommt? Nee. Das kann so irritierend sein. Das war nämlich nur ein Pflänzle. Ah, guckt mal hier. Aus der Erde stehen sie auf. Aha. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt haben wir zwei Stück. Hau doch mal ab. Zwei Stück und ich habe nicht abgespeichert. Aber das könnte eventuell klappen. Mein Gott. Moorleichenpflaster in den Sumpf hier. Aha. Was kämpfe ich denn da eigentlich? Okay, das haben wir jetzt. Dann werden wir auch mal speichern. Jetzt habe ich schön im Schrei unterbrochen. Ja. So, ich hoffe, das ist das... Oh nee, es war es immer noch nicht. Echt übelst hier. Okay. Okay. Auch gut. Dann habe ich also diesen Bereich des Sumpfes überhaupt noch gar nicht durchgemetzelt. Ach, wieder ein Sumpfgolem. Mann. Schwupps, ein kleiner Übergang, weil ich habe nämlich noch ein bisschen mich vollgefuttert und die Sumpf-Golem-Rüstung angezogen, beziehungsweise die Golem-Schutzrüstung. Ja, da ist er ja, der Sumpf-Golem. Und sonst, und hier ist noch eine shit! Superklasse! Okay. Ah, jetzt habe ich den Inquisitor an, so ein Mist. Mann. Vertrackt ist das hier. Na los, bleib mal vor dem Wurzelwerk stehen, damit die dich hier ein bisschen... Okay. Okay. Gut. Das hätten wir erledigt. So, da ist noch eine Sumpfleiche. Ist jetzt dieser Sumpfgolem geblieben? Gucken. Das ist die Moorleiche. Da ist der Sumpfgolem. Da ist die Moorleiche, Sumpfgolem. Da ist ja noch eine. Okay. Das heißt also, wir müssen mal wieder ganz schnell wieder mal meine normale Rüstung anziehen.
So schnell geht das auch wieder nicht. Sich da mal wieder. So. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? So, da ist sie. Gut. Nein. War zu verfrüht, Leute. Sorry. War zu verfrüht, dass ich diese Schutzrüstung angezogen habe. So, jetzt weiter scouten. Ja, da ist der Sumpfgolem. Und wo war denn jetzt der andere? Moorleichenheinz. Noch zwei. Ich hab doch zwei. Ich hab doch zwei gekillt. Verstehe ich nicht. Wie viele Sumpfgolem hat's denn hier? Doch nicht den falschen Speicherstand. Ne, habe ich nicht. Ich habe ja da noch auf dem Schiff geguckt, bevor ich gestartet habe. So. Mhm. Also den habe ich jetzt auf den Hacken. So ein Mist. Den habe ich jetzt echt auf den Hacken. So. Sumpf-Golem-Rüstung hier. Nein! So was Beklopptes jetzt aber auch. So, blöde Katana wieder angelegt. Na, super klasse. So, bleibt er hier hängen? Das ist gut. Nee, bleibt er nicht. Oder doch, oder doch, oder wieder was. Wenn ich meine, mit dem Inquisitor könnte man das schneller hinkriegen. So. Was hast du vor? Wieso holst du so blöd aus, Roland? Schnelle Schläge, bitte. Schnelle Schläge. Oh, die Kameraführung. Herzlichst willkommen. Los, schnelle Schläge, dann schafft man das auch. Das ist jetzt doof. Wenn ich mich gegen den Baum drängen. Hier gegen den Baum auch gut. Nö, der Baum klippt. Ulles Chlor. Da klippt nicht, oder wie das heißt. Okay, geschafft. Wunderbar. Abspeichern. Jetzt geht's wieder weiter. Gucken wir mal. Ich meine, ich hätte schon zwei Sumpfgolems. Sumpfgolems, ja. Plural hatten wir ja schon mal besprochen. Erledigt hier. Was haben wir hier? Das ist noch eine Moorleiche. Gucken, gehen wir mal. Ah, ich gehe mal ein bisschen hier an den Rand. Oh ja, da ist noch ein Sumpfgoli. Lemmy. So. Sehr gut, der ist jetzt auch futsch. Also nochmal die Frage, dass ich diese Kombos nicht hinkriege, hat das was damit zu tun, dass ich meine Gothic 1 Controls angeschaltet habe? Hat das was damit zu tun, dass ich jetzt zu blöd bin, jetzt irgendwie eine Kombo zu machen? Das wäre natürlich auch eine interessante Frage. So, Drachenjäger, Rüstung, ach, da kommt schon wieder ein Heinz an. Nicht. Sub. Also irgendwo in der Richtung waren sie. Vorsichtig. Gucken. Okay, eine ist es ja. Ah, zwei sind's. Oh, war ja okay, die haben mich schon gewittert. Beziehungsweise der hier. So, immer schön hinten gucken, ob irgendwas ist. Da ist nichts. Hier war doch noch eine. Das sind ja so fiese Typen, die entstehen ja aus der Erde, ne? Aus dem Moor. So. Oh. Moor. Ach, da hinten ist eine Moorleiche. Ah, der Moorleichen. Ah, der Moorkorps. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Also. Und. Okay. Und da ist noch eine. Mhm. Ist da? Komm einfach so ganz perfide von hinten. Oh, super. Stüfchen gestiegen.
Da gucken wir doch gleich mal. 44 Lernpunkte. Jetzt werden viele sagen, Mensch, mach doch in Geschick oder in Mana. Müsste ich gucken. In Mana, naja, in Geschick wäre gut. Aber da muss ich erstmal hingucken, ob ich hier alles gescoutet habe. Das werde ich tun und dann springe ich mal wieder ins Spiel rein, nachdem ich hier alles abgegrast habe. Ja, hier ist eine Ecke. Hinterm Busch. Lauflieder, Heilpflanze, Essenz der Heilung, Trank der Geschwindigkeit und ein Skelett und mehr auch nicht. Naja, dann suche ich mal weiter. Außer ein paar Sumpfkräutern, die ich noch gefunden habe und ein rostiges Schwert, ist mir nichts mehr Besonderes über den Weg gelaufen. Ja, jetzt gehen wir hier wieder hoch. Hier haben wir ja... Das Osterfeuer ist immer noch am Brennen. Und dann muss ich mal überlegen, wie ich denn weitermache, denn ich muss ja noch diese blöden Oger erledigen. Und da schalte ich mich dann auch wieder ein, wenn ich mal was überlegt habe. Und zwar habe ich nämlich noch hier dieses abgebrochene Türmchen, was wir von unten gesehen haben, vom Fischerdorf aus, habe ich ja noch zu untersuchen. Dann gucken wir mal. Oh oh, was haben wir denn da alles so? Ich habe irgendwas schmatzen gehört. Hä? Dachte, ich hätte was schmatzen gehört. Jedenfalls sehe ich ganz viele Kräutertjes. So, was haben wir hier? Aha. Okay. Werden wir mal gucken, speichern. Und weiter rennen. da ist einer. Ei, wer bist denn du? Wer bist denn du? Simon! Simon? Hallo, wer bist du? Dasselbe könnte ich dich fragen. Schließlich bist du der Fremde hier. Da hast du allerdings recht. Mein Name ist Roland. Ich komme von einem Kriegsschiff des Königs. Ist das wirklich wahr? Dann bei Adanos, sei mir willkommen. Mein Name ist Simon. Ich bin Fischer und komme aus dem Dorf, das da unten liegt. Simon der Fischer. Moment mal, wer hieß denn? Das ist doch biblisch hier. Simon, hieß Petrus nicht mit Vornamen Simon? Petrus der Fischer, der Menschen? Okay. Du hast dich vor den Orks versteckt, richtig? Ja, ich bin unterwegs gewesen und habe aus der Richtung des Dorfes lautes Schreien gehört. Da habe ich die Orks gesehen und mich hier versteckt. Diese Bestien haben alle umgebracht. Es war einfach fürchterlich. Okay, ich habe mich um die Orks gekümmert. Okay, das stimmt ja. Ich habe mich um die Orks gekümmert. Diese werden niemanden mehr überfallen. Ich danke dir. Diese Mistkerle haben meine Nachbarn ermordet. So haben sie zumindest ihre Strafe erhalten. Aha. Was kannst du mir die Gegend sagen? Ich brauche deine Hilfe, es wäre ein Kinderspiel. Was macht der... Na, ich mach mal hier die Frage. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Wenn du im Süden den Strand hinunterläufst, kommst du zu einem Pfad, der dich ins Landesinnere, also auch zur Stadt führt. Allerdings musst du vorher am Lörkerstrand vorbei, was nicht ungefährlich ist. Östlich von unserem Dorf gibt es zwar eine Höhle, die ebenfalls ins Landesinnere führt, aber auch sie ist verdammt gefährlich wegen den Monstern, die darin hausen. Und im Norden ist es auch nicht besser. Dort kommst du zum alten Lager der Waldläufer, das aber von diesen schon vor vielen Jahren verlassen worden ist. Jetzt leben dort jede Menge Goblins, jeden angreifen, der sich dem Ort nähert. Sei also vorsichtig. Was aber hinter dem Dorf ist, weiß ich nicht, da wir dieses Gebiet immer gemieden haben. Denn auch das Meer hier ist wegen der vielen Seeungeheuer sehr gefährlich. Du befindest dich also hier in einer sehr gefährlichen Gegend. Wenn es hier nicht so viele Fische geben würde, wären wir schon längst ins Landesinnere gegangen. Aber jetzt, wo die Orks alle getötet haben, werde ich sehr wahrscheinlich sowieso nicht mehr länger hier bleiben. Okay. Also mit dem Dorf meint er ja das Fischerdorf. Ja, mit den Gefahren, das haben wir ja schon alles erledigt. Was macht der Fischfang? Hier an der Küste gibt es eine ganze Menge Fische. Aber ob ich nach diesem Überfall noch lange dieses Leben weiterführen kann, ach, ich weiß nicht. Ja, dann fragen wir ihn doch nach der Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Gerne.
du hast dich um die Orks gekümmert. Klar, dass ich dir helfen werde. Es geht um einige Butler, die zu unserem Schiff gebracht werden müssten. Wo befindet sich das Schiff? Westlich der kleinen Insel, die gegenüber vom Hafen von Korinnes liegt. In Ordnung. Ich werde die Butler auf das Schiff bringen. Was willst du dafür haben? Nichts. Schließlich hast du das Dorf von den Orks befreit. Ich bin dir also noch was schuldig. Ja, das ist gut. Wo willst du jetzt hin, Simon? Wo will er denn jetzt hin? Ach, der geht wahrscheinlich runter zur Stadt oder zum Dorf, ne? Okay, speichern wir ab. Ja, und da darf ich mal wieder mich an Taris wenden, beziehungsweise mich bedanken, der geschrieben hat vor längerer Zeit, die Orks werden bestimmt nicht alle Fische aus dem Dorf getötet haben, einer hat sich doch bestimmt retten können und damit ist bestimmt dieser Simon gemeint. Das finde ich gut. Gehen wir erstmal hier durch und schauen mal, ob Simon hier irgendwie noch einen faulen Fisch in der Ecke versteckt hat. Nee, das ist ein großes Weitschwert und das Fass ist auch nicht unbedingt. Doch, hier ist noch ein mittlerer Lederbeutel. Aha. Simon hat seinen Lederbeutel vergessen. Jupp. Dann gucken wir nochmal hier weiter hoch. Bin ja die Aussicht genießen, ne? Milizgürtel. Okay. Oh, muss mal hier mal ganz vorsichtig mal hier an die Ecke gehen. Nö, da ist nix. Nur eine gute Aussicht. Oder hier auf dem Mauerstück irgendwas, was man erblicken könnte. Nee, auch nicht. Hier ist auch nichts. Man weiß es ja nicht, ne? Oder ist das da oben ein Snapperkraut? Siehst du? Wusste es. Ich wusste es. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und werden dann die Kräutertjes da aufsammeln. Dann orientieren wir uns mal wieder. Und hier mal alles abgrasen. Dann schalte ich mich wieder ein. Ja, ich habe Simon gefunden. Der liegt hier tot rum. Warum? Das verstehe ich nicht. Also, ich bin zu Fuß hier runter. Also, da, wo ich ihn getroffen habe. Und jetzt ist der Simon hier kaputt. Das ist, glaube ich, nicht beabsichtigt. Ich werde nochmal zum Keil rennen. Also, das ist jetzt echt sehr, 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 sehr komisch. Nee, Slim. Ich habe einen Fischer finden können, der nur tot ist. Ich habe einen Fischer finden können, der den Überfall überlebt hat. Er wird euch zum Schiff bringen. Gut, wir sehen uns dann auf dem Schiff. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwischendurch zwar abgespeichert, aber ich hoffe, dass ich noch einen alten Speicherstand habe. Vielleicht ist jetzt der Simon auferstanden, man weiß es nicht. Der liegt hier noch rum. Ja, Simon liegt hier einfach nur so tot rum. Das kann ja wohl nichts werden. Das heißt, ich muss einen anderen Speicherstand finden. Tja. Aha. Das sind ein paar Waldscavies. Also ich bin wieder zurück zum Turm hin. Und habe noch den Simon wieder gefunden auf dem Weg hier runter. Es kann sein, dass er bei dem ersten Versuch er irgendwie genutzt worden ist. Von den Scavies und dann an seinem Standardpunkt hingespawnt worden ist. So ist meine Vermutung. Ja, dann gucken wir mal weiter, ob wir noch was finden hier. Und dann werde ich mich wieder zu Simons Haus begeben und gucken. Ah, hier gibt es ja noch mehr von diesen speziellen Spezies hier. Okay, alles klar, dann gucken wir mal. Weiter. Ich bin gespannt. Hoffentlich hat es geklappt. So, wo ist Simons Haus? Das müsste das hier sein. Ja, da lebt er wieder. Abspeichern. Und dann wollen wir mal gucken. Hey. Noch eine Option hat. Was macht der Fischfang? Okay, Kinderspiel, Geldbeutel zu stehlen. Quatsch. Ah, der arme Fische, den wollen wir nicht beklauen. Ja, jetzt könnte ich jetzt sozusagen zu Slim hingehen und ihm sagen, dass ich einen Fischer gefunden habe, wie ich es eben gemacht habe. Mal gucken. Vielleicht gibt es ja eine Option, die da heißt, sag Bescheid. Ich habe einen Fischer finden können, der den Überfall überlebt hat. Er wird euch zum Schiff bringen. Gut, wir sehen uns dann auf dem Schiff. Okay, gut, wir sehen uns dann auf dem Schiff.
Wir sehen uns dann auf dem Schiff. Das habe ich jetzt mal gestartet. Was hinterher passieren wird, weiß ich nicht. Und welches Schiff meinen die? Wahrscheinlich das da. War das jetzt ein Fehler, das gestartet zu haben? Oder die bleiben ja wohl hier. Da wird bestimmt noch was kommen. Gut, jetzt muss ich gucken, wo Dandolo ist. Doch zunächst... Oh, ist das eine gute Idee? Ja, ich habe ja eine Rune für das Fischerdorf. So, doch zunächst will ich erstmal schauen, ob ich noch ein paar Fähigkeiten... Ich will bei dir lernen. Was macht er denn eigentlich nochmal? Das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Schmeiß mal los. Achso, Armbrust. Gut, okay. Ich guck mal bei meinem Schmied, ob ich von ihm Rüstung verbessern lernen kann. Das ist der hier, ne? Und sonst kannst du mir jetzt eigentlich Erzwaffen schärfen können. Beibringen, wie man Pfeile. Bolzen. Bringen wir es Erzwaffen schmieden. Ich will Meister in Goldschmiede arbeiten werden. 10 Lernpunkte. Ich will meine Rüstung verbessern. 10 Lernpunkte. Ich glaube, das ist eine gute Investition. Ich will meine Rüstung verbessern. Wenn du deine Rüstung oder Robe an der Werkbank verbessern willst, solltest du dir darüber im Klaren sein, welche Materialien du brauchst. So benötigst du für eine Rüstung aus Leder weiteres Leder, welches du mit deiner Rüstung zusammennähst. Deine Kleidung wird zwar etwas schwerer werden, doch dafür schützt dich das dickere Leder nun erheblich mehr. Eine richtige Rüstung hingegen solltest du mit einer Schicht aus magischem Erz überziehen. Dann hält sie erheblich mehr als jede gewöhnliche aus. Du hast Glück, dass ich dir auch beibringen kann, wie du magische Roben verbessern kannst, da ich eine Zeit lang Schmied bei den Feuermagiern gewesen bin. Magierroben verbesserst du, indem du ein Material hinzufügst, welches deine Robe mit einem Zauber schützt. Am besten eignet sich hierfür eine schwarze Perle. Vernähe diese mit einer Spruchrolle in das Gewand und deine Robe wird dich fortan viel besser schützen können. Ja, soweit ich weiß, habe ich ja noch eine schwarze Perle übrig oder sogar noch zwei. Ja, also habe ich dann jetzt hier magischen Erzwaffen, habe ich denn jetzt hier wirklich das gelernt, was ich sollte? Und zwar war das weiter unten. Rüstung verbessern, ja genau, ganz unten. Gelernt. Schön. Ja, ich wollte eigentlich Dandolo suchen, aber gehen wir doch erstmal gucken, welche Rüstung ich überhaupt verbessern kann. Jetzt zum Großbauern fetze und an diese Werkbank gehe. Renn, Buddy, renn. So, dann gucken wir noch mal. Und das regnet auch hier. So, da haben wir die Werkbank. Gucken wir mal. Amulette schmieden, Rüstung verbessern. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ritterrüstung, 3 Erzwaffenschutz, 20 Paladinrüstung, Marinerüstung. Das sind die ganzen Klamotten, die ich im Inventar habe. Oh, Leute, nee. Wie komme ich denn wieder zurück? Ende. Ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt hier für Rüstung. Also ich habe ja meine. Na, wie heißt sie denn? Wie heißt die Rüstung hier? Die leichte Drachenjägerrüstung. Die müsste ich dann mal suchen. Dann suche ich die mal. Oh, da gucken wir erstmal, wie viel wir denn an Rüstungsschutz haben. 103, 103, 35, 15. Im Off habe ich schon mal geguckt, wo denn in der Liste diese Rüstung ist. Meine leichte Drachenjägerrüstung, die ist nämlich ziemlich weit unten. Da ist irgendwo, war sie doch. Leichte, da ist sie doch. Hä? Nackig ist er. Nackig, das heißt also, die Rüstung muss ich wieder anziehen. Ja, da ist sie, ne? Okay, hübsch. Die irgendwie ihr Aussehen verändert, wüsste ich jetzt nicht. Gucken wir mal. Rüstungsschutz. Ja, 123, 123. Das ist klasse. Lässt die sich nochmal verbessern? Da bin ich mal gespannt. Mittlere Drachenjägerrüstung. Tatsache. Hä? Moment, Ende. Erstmal abspeichern. Das täte mich jetzt mal interessieren. Also, nochmal Rüstung verbessern. Das wäre ja cool. Weil die ist ja nochmal aufgeführt. Zu wenig Rohstoffe. Wieso, was brauche ich denn noch alles? Ich habe doch genug Erz. Naja. An dieser Stelle mache ich mal Schluss. Danke für euer Zusehen. Gebt ein Däumchen und ein Kommentärchen, dann wäre nämlich alles Klärchen. Danke, tschüss.